Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und heute sind wir bei der 18. von 101 Heldensagen. Im Mittelpunkt heute Tony Robbins. Und Tony Robbins ist ein Motivationsredner, der, wenn es drauf ankommt, Leute dazu bringt, alles aus sich rauszuholen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Sportler vor einer Weltmeisterschaft steht, Tennis, und Tony wird gerufen, um dem, der es ins Finale geschafft hat, zum Sieg zu verhelfen, durch seine Mental Power, die mentale Macht, an seinen Sieg zu glauben und alles dafür zu tun. Doch über all die positiven Sachen und all die Hilfen, die er bietet und anderen anbietet, gibt es auch eine andere Seite, und er spricht auch bei den TED Talks darüber. Er sagt, als er 11 Jahre alt war, war er und seine Familie, sie waren arm. Und seine Mutter hat seinem Vater das auch immer gesagt, dass sie arm sind. Und der Vater konnte in ihrem Blick das immer lesen, diese Anschuldigung und dass er nichts aus sich gemacht hat. Und irgendwann, Thanksgiving, klingelt es an der Tür und jemand Fremdes bringt ihm Essen. Und der Vater von Tony Robbins sagt, das reicht jetzt, und ist so innerlich gedemütigt, er verlässt die Familie. Er hat das negativ aufgenommen, dass jemand kommt und ihm Essen gibt, weil das zeigt auch außen, wir sind arm. Tony Robbins hingegen, der 11-jährige Junge, hat etwas anderes gesehen. Er hat gesehen, dass sich andere kümmern, ohne etwas dafür zurückzuwollen. Ihnen wurde Essen gegeben und dann sind die weitergezogen, ohne einen Preis. Und aus diesem Erlebnis, was so schmerzvoll auch war und irgendwie doch so hilfreich für den kleinen Tony, hat er sich ein Ziel gesetzt. Und mit 17 Jahren hat er zum ersten Mal Thanksgiving zwei Familien geholfen und hat Essen vorbeigebracht. Ein Jahr später hat er 4 Familien geholfen und ihnen Essen zu Thanksgiving gebracht. Im Jahr darauf 8 Familien. Und er sagt, irgendwann wurde es dann so groß. Er hat eine Firma gegründet, eine Stiftung, um den Leuten zu helfen und Essen zu verteilen, besonders in den Feiertagen zu Thanksgiving. Und er sagt, 18 Jahre später hat er 2 Millionen Familien erreicht und zu Thanksgiving in 35 Ländern den Menschen Essen gegeben. Aus diesem 11-jährigen Jungen, der diesen Schmerz erlebt hat, nicht zu haben und dann auch noch seinen Vater zu verlieren, der ihn verlässt, anstatt die Familie zusammenzuhalten, aus diesem dramatischen Erlebnis hat er etwas Positives gemacht. Er hat gesehen, wie schmerzhaft es sein kann, wenn man kein Geld hat und kein Essen. Und er hat in dem Moment, wo er an dem Moment war und Geld hatte, hat er gesagt, ich nutze es jetzt nicht für mich, das Geld. Es geht nicht, das Geld ist nicht dafür da, damit ich mir tolle Sachen kaufe. Das Geld ist dafür da, um es sinnvoll zu nutzen. Und er hat an sich gedacht, an den 11-jährigen Jungen. Und er hat gedacht, es gibt anderswo auch noch diese 11-jährigen Jungen. Und aus diesem Drang zu helfen, der erst aus diesem Drama kam, hat er diese große Foundation aufgebaut, die viele Firmen unter sich gliedert, die alle dafür da sind, um Leuten, die nichts haben, zu helfen. Manchmal sind unsere negativsten Momente, unsere dramatischsten Momente der Auslöser für unsere größten Erfolge. Und bei Erfolg meine ich nicht Geld. Ich glaube, wenn Tony Robbins in seinem Leben zurückblickt, dieser eine Moment, wo er mit 17 das erste Mal 2 Familien hilft, ist einer seiner größten Erfolge. Macht aus eurem Drama einen Erfolg für andere. Wenn ihr in der Lage seid, das, was ihr erlebt habt, da rauszukommen und anderen zu helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation seid, wo ihr früher wart, helft. Und tut es, ohne was dafür zu verlangen. Denkt an euch, als ihr in dieser Situation wart und euch niemand geholfen hat. Und gebt den anderen, was ihr geben könnt.
Das ist eine besondere Folge von den 101 Heldensagen und ich denke, eine mit der wichtigsten, denn hier geht es nicht um 100 Millionen Dollar, hier geht es nicht um Finanzielles, hier geht es um das, was im Grunde genommen am wichtigsten ist, und das ist der Mensch. Und auch wenn wir hier über diese großen Erfolgsgeschichten reden, wo viel Geld zusammenkommt, ist das nichtssagend, wenn wir das nicht nutzen, um den Menschen zu helfen. Und nicht, damit alle uns mögen, sondern damit es anderen besser geht. Vielen Dank.